Hey Leute, ich bin's, euer MC Muffix, und ich begrüße euch zu einem, naja, nennen wir es einfach mal so Zwischendurch-Projekt. Kommt mal immer, wenn ich mal Lust darauf habe. Und zwar zu Nitronic Rush. Nitronic Rush ist ein kostenloses Spiel von den Nitronic, einem kleinen privaten Spielentwickler. Die haben dieses schöne Spiel zusammengebastelt. Für alle, die Tron kennen, es hat einen ähnlichen Look von so einer spacigen Computerwelt. Und es ist halt ein Rennspiel auch mit einem coolen blauen Auto. Ja, und es geht nur darum, zum einen um die coole Musik, die im Hintergrund läuft, und dazu die schnell, die Strecken so schnell wie möglich zu schaffen. Ein ganz normales Rennspiel. Ja, ich zocke mal so hier ein wenig rein, wenn ich mal Lust drauf habe. Das Spiel könnt ihr, wie gesagt, kostenlos runterladen auf der Seite von denen. Ich tue unten den Link reinpacken. Und für was ich auch ein wenig Werbung machen will, das Spiel ist bei Steam Greenlight dabei, wo ihr natürlich dann abstimmen könnt, damit das Spiel dann auch zum Verkauf bei Steam es gibt. Und ich kann jedem nur empfehlen, dass ihr da bitte mal auf Yes drückt, dass das hier gewählt werden soll. Und ja, wir spielen jetzt einfach mal in die Story rein und spielen auch den Tutorial. Weil ich habe das Spiel eine Weile gespielt, aber das ist leider schon eine Weile her. Und ja, wir können Gas geben. Wer hat sich das gedacht in einem Rennspiel? Wir können rejecten. Dann spawnen wir wieder hier. Erinnert dann ein wenig an Trackmania. Und wir können auch die Bremse benutzen. Dann werde das gedacht. Ja, das sind so Grundzüge. Aber es hat noch ein paar Besonderheiten, ne? Also, nehme ich zum Beispiel hier den Boost. Ihr seht unten links diese Anzeige, wenn die dit macht, dann ja, dann passiert das. Ich zeig's mal. Ja, dann überhitzen wir und wir spawnen wieder am letzten Checkpoint. Deshalb sollten wir da immer ein wenig achtsamer drauf sein. Also wie gesagt, ich werde da jetzt nicht das so als Projekt machen, was jetzt jeden Tag kommt, vielleicht aber mal jede Woche oder so. Ein bisschen so wie Transformers, habe ich mir gedacht. Und wir können auch so, können wir auch bremsen. Das ist cool. Und das ist natürlich am besten, wenn wir boosten. Und ja, wir können auch über solche schönen Sachen hüpfen und da können wir uns dabei drehen, wenn ich es natürlich hinkriege. Und dann können wir Stunts machen und mit Stunts kriegen wir Punkte. Und wir müssen hüpfen, um über solche Barrikaden zum Beispiel rüberzukommen. Okay. Und es gibt natürlich versteckte Wege, wie zum Beispiel den. So erhalten wir ein wenig bisschen mehr Speed. Und ja, wir können auch fliegen. Das Fliegen sieht, finde ich, saumäßig cool aus und wir können das sogar steuern. Aber ihr seht auch, wenn wir das zu lange machen, dann überhitzen wir ebenfalls. Und dann macht's dit. Aber zum Glück können wir Double Roll machen. Ja, ja, jeder kennt doch von euch. Double Roll. Double Roll. Und wir können auch einen Backflip machen. Das, was mir am besten an diesem Spiel eigentlich gefällt, ist wirklich einfach, wie überdreht es ist. Was besonders einem auffällt, wenn man die Stunts macht. Das gefällt mir am besten eigentlich am Spiel. Und das war irgendwie nicht so gut. Aber immerhin bekommen wir schön viel Punkte. Das ist doch auch was. Okay, und ins Ziel. Tutorial complete. Und jetzt kommt das Intro. Oh mein Gott, ein Kern hat die Macht und wir müssen ihn ja stoppen, indem wir fahren. Ja, ich muss sagen, die Story-Cutscene habe ich mir ehrlich gesagt noch nie angeschaut. Ich meine, beim Rennspiel gibt's, also ich habe noch nie ein Rennspiel irgendwie gesehen, wo wirklich die Story eine existenzwichtige Rolle haben. Und wenn sie mal eine solche haben soll, dann kommt sowas raus wie Need for Speed to Run. Need for Speed to Run, guter Scherz. Ja, wir fahren hier die erste Strecke, sieht ganz cool aus und wir fahren natürlich auf Zeit, natürlich umso schneller, umso besser.
Später können wir dann auch natürlich die Strecken, die wir befahren haben, nochmal freifahren gegen Geister oder auch gegen Online-Zeiten. Aber ich bin ehrlich gesagt nie so der Zeitfahrer. Deswegen ist auch Trackmania oder sowas nichts für mich. Ein Freund von mir, der ist wirklich so, oh, schlimmer Trackmania-Fan. Also, Trackmania-Fans sind für mich immer schlimm, weil es ist also ein richtiges Core-Spiel, wo man sich einfach immer nur dran sitzt und es geht dann wirklich immer nur daran, immer schneller zu sein. Was anderes hat ja dieses Spiel wirklich nicht für einen Sinn. Immer irgendwie die Kurve noch mal ein bisschen schneller zu fahren und muss man mögen. Ich gebe einfach lieber Gas und hoffe, dass es cool aussieht. Und still alive! Der Cake is alive! Und Bleep Poop! Und wir bekommen Achievement und wir bekommen den Namen Max. Der Max ist cool. Ja, und der erste Platz! Das ist immer schön. Aber leider ist unser Score 0. Ja, ich habe keine Tricks gemacht. Das ist aber, mir ehrlich gesagt, wurscht. Ihr seht, ich bin die Strecke schon ein paar Mal gefahren. Aber das war bis jetzt meine schnellste Zeit. Nicht schlecht, würde ich nur sagen. Dann können wir auch gleich mit der nächsten Strecke weitermachen. Deeper into the Void. Rush. Ich finde den Ansager immer voll cool. Ah, verdammt. Nein. Restarten. Ich habe ja gleich mal die Abzweigung verkackt. Okay. Versuch Nummer 2. Deep Under the Void. Boah, ich liebe die Stimme von dem Ansager. Kommt das gut an? Ich glaube nicht. Okay. Zack. Schnell. Ein bisschen driften. Dann so. Und übrigens, wenn wir durch die Checkpoints fahren, dann ist unser Anzeiger auch wieder auf 0. Unsere Nitro-Anzeige. Oh nein. Was zur Hölle? Das sind ja merkwürdige Räder. Sehen irgendwie nicht so nett aus. Naja, aber über nette Räder können wir irgendwann mal anders reden. Ah! Was zur Hölle? Okay, dieser Kern ist eindeutig gemein. Der tut hier einfach Streckenposten aufbauen. Ah! Und ich wette, wenn wir dagegen fahren, sind wir instant tot. Instant tot! Das ist meine Lieblingssache im Videospiel. Okay. Ganz vorsichtig. Oh oh. Hui! Erste schlimme Etappe geschafft. Ja, mir geht es irgendwie eher in diesem Spiel darum, schnell zu fahren, als die Tricks zu machen. Ich kann aber, wenn jemand das sehen will, einfach Tricks machen. Und mir sehen die Tricks immer scheiße aus, weil ich eh es nicht schaffe, am Boden zu landen. Aber, ja. Dafür sieht es lustig aus. Die Fahrphysik ist einfach in diesem Spiel so cool einfach. Sie ist so unglaublich überdreht und das gefällt mir so an dem Spiel. Okay, jetzt kommt hier die schlimmste Etage. Puh, ich hasse dieses Gehüpfe. Okay, jetzt hier hoch. Okay, cool. Habe ich das richtig so gemacht? Okay, und ins Ziel rein. Juhu! New High Score! First Place! Ich liebe diese Stimme einfach. Ja, und ihr seht, meine beste Zeit war davor 4 Minuten schlechter, aber dafür hatte ich viel mehr Punkte. Aber jetzt bin ich halt schnell gefahren. 1,35, glaube ich, ist gar nicht mal so schlecht. Gut, dann fahren wir jetzt noch Stormy on the Horizon. Rush! Und warum heißt es Rush? Weil das Spiel Neutronic Rush hat. Wer hat damit gerechnet? Okay, zack, und jetzt erstmal wieder schön Gas geben. Fliegen wir ein wenig ab, weil es cool aussieht. Und weil da vorne eh ein Tor ist. Ich liebe dieses Fliegen. Es sieht einfach so super aus. Deswegen mache ich das einfach so gerne. Okay. Zack. Wunderschön. Natürlich kommt dann mal wieder ein Streckenposten. Das finde ich gar nicht so schön. Oh, Leute, das war knapp. So. Jetzt kommt da erstmal... Ach, komm. Da ist das nächste Tor, okay. Was ist denn das? Oh, Greising! Also diese Strecke bin ich jetzt, wenn ich mich nicht ganz irre, auch noch nicht gefahren. Verdammt. Das war's dann mit deiner Top-Zeit. Tricks make you cool. Hey, ich bin doch so cool. Ich brauche keine Tricks dazu. Okay, dann... Whee! I believe I can fly! Das war schlecht. Leute, ich habe mir jetzt ausgedacht, ich tue diese Strecke natürlich jetzt lustig fahren lieber. Lieber viele Stunts und dafür wahrscheinlich dann eine schlechte Zeit. Rush! Rush! Ja. Übrigens, wenn wir dagegen fahren gegen diese Dinger, dann sind wir instant tot. Und da ich nicht instant sterben will, mache ich das jetzt einfach mal nicht. Wow! Das war irgendwie scheiße. Keine Zigarette? Oh, ich habe keine Zigarette, das finde ich aber schade. Ach, wir können eigentlich nochmal restarten. Ich meine, wir sind eh am Anfang.
Ich will jetzt hier ein paar Stunts machen. Wie gesagt, die Stunts sind eigentlich immer nur, dass sich das Auto dreht. Nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Aber sie sehen ganz cool aus. Dagegen kann man nichts sagen. Okay, zack. Und jetzt. Zack! Ihr seht, die Physik in diesem Spiel ist einfach cool. Fantabulous! Cooles Wort. Whee! Gravity, no care. Gell, wer braucht schon Gravität, wenn er ein Auto hat, was sich unbegrenzt drehen kann? Also wenn man so irgendwie landet, dann kann man sich auch unbegrenzt drehen. Das finde ich an dieser Fahrphysik einfach auch sehr cool. Okay, und jetzt hier und dann. Zack! So. Awesome, das. Ich liebe diese Ansagen einfach. Naja, okay, jetzt erstmal hier wieder durch die Kreise. Ja, durch die Kreise, das hat schon gestimmt. Aber an den vorbei natürlich. Was? Reckless, super. Das war schlecht. Egal, dann fliegen wir halt. Fliegen macht Spaß und es sieht cool aus. Und wir können uns dabei drehen. Ganz viel drehen. Ganz viel drehen. Ihr seht, die Punkte hier zusammen zu bekommen ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber es geht ja auch nicht darum, dass es schwer ist, die Punkte zu machen. Es geht eigentlich darum, entweder viele Punkte zu machen oder schnell zu sein. Kann sich jeder selbst aussuchen. Hui! Ach schade, jetzt wollte ich so einen coolen Backseite machen. So! Oder auch nicht. Ist gar nicht so leicht. Okay, zack. Hä? Jetzt bin ich ja wieder... Da war ich doch gerade eben. Oder bilde ich mir das ein? Ich bilde mir gerne Sachen ein. Okay, zack. Und wunderschön gegen die Wand gefahren. Smooth gegen die Wand gefahren, natürlich. Ich bin schön weich gegen die Wand gefahren. Es hat trotzdem wehgetan, als wäre ich nicht weich gegen die Wand gefahren. Checkpoint. Okay, jetzt erstmal wieder zack. Und dann... Da... Oh. Unreal. Oh, the world looks so unreal. Irgendwie so war das Zitat von CEO Sam, oder? Okay, das war natürlich jetzt keine Top-Zeit, aber dafür sah es schön aus, würde ich mal sagen. Und trotzdem erster Platz. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kleinen Cut und sehen uns dann mal beim nächsten Mal bei der nächsten Strecke von Nitronic Rush. Bis dann, euer Dempsey Muffix. Ciao.